Was ist eine Conversion Rate? Stell dir vor, all das sind deine Webseitenbesucher. Manche davon führen genau die Aktion durch, die du dir wünschst, beispielsweise tragen sie sich für deinen E-Mail-Newsletter ein und andere wiederum nicht. Und genau so errechnet sich deine Conversion Rate. Die dahinterliegende Formel errechnet sich als Anzahl an Conversions mal 100% geteilt durch die Anzahl an Seitenbesuchern. Ein Beispiel: 4 Menschen tragen sich für deinen Newsletter ein, 100 Seitenbesucher hast du, 4 durch 100 mal 100% ergibt eine Conversion Rate von 4%. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch gerne ein Like oder folge uns auf YouTube oder auch auf www.drconversion.de.